Ernsthaftigkeit und Seriosität reden. Ihr Antrag hat dazu keine Grundlage gelegt. Jetzt erteile ich das Wort zu einer Kurzintervention dem Kollegen Baumann, AfD. Präsident, wir haben jetzt heute wirklich ein wichtiges Kernthema hier vorgetragen, was wirklich im Parlamentarismus die Herzkammer ist. Demokratie, Abstimmung, Wahlen. Und wir haben nicht uns darauf beschränkt, ganz konkrete Vorschläge zu machen, einen Katalog von 10 Punkten, wo ein oder zwei abgelehnt werden können. Das ist ja die Erfahrung des Parlaments, dass viele Fraktionen solche Vorschläge gemacht haben. Das ist dann hinterher immer abgelehnt worden, weil es dann keine Übereinstimmung gab. Deswegen haben wir jetzt eine Enquete-Kommission beantragt, Frau Hasselmann. Eine Enquete-Kommission, in der wir gemeinsam beschließen können, was möglich ist und was nicht, um das Volk stärker zu beteiligen, was da draußen sitzt und Ihre Rede gerade gehört hat, mit welchen fadenscheinigen Verleumdungen Sie auch gegen uns gearbeitet haben. Dass der ganze Einsatz für angebliche Demokratie und Menschenrechte und was Sie alles hier vortragen, eine reine Heuchelei ist, dass die pure Machtpolitik im Hintergrund steht, was Sie hier machen, wenn Sie einen solchen Antrag so verdammt ohne Argumente, Frau Hasselmann. Was hier deutlich geworden ist, wie im Brennglas, eine totale Verweigerungs- und Blockadestrategie, die Sie fahren, zusammen mit linken Teilen von SPD und CDU, das ist heute hier deutlich geworden. Es ist ja nicht nur, dass wir eine Enquete-Kommission, das heißt, alle Fraktionen sollen da mitarbeiten, alle sollen sich Gedanken machen, gemeinsam alle Fraktionen für das deutsche Volk einen Vorschlag zu machen, wie stärkere Beteiligung möglich ist. Und dem haben Sie nicht nur nicht zugestimmt, sondern es geht hier um die Verweisung im Ausschuss, Frau Hasselmann, wo man ja weiter daran arbeiten kann und das verfeinern kann. Also alle Ebenen einer gemeinsamen Arbeit zur besseren Durchführung von Demokratie, Volksabstimmung und alles, was da möglich ist. Schweiz und USA machen uns vor. Sie blockieren sogar das, um die AfD zu blockieren, Frau Hasselmann. Und das lassen wir nicht auf sich beruhen.